Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ja, in der letzten Folge waren wir im Gedenken an Vama, ich glaube Vama hieß er, und Oro. Und ins Gedenken von Oro gehen wir jetzt nochmal neu rein, um ja die letzten Dinge da noch zu holen. Haben wir das letzte Mal leider nicht so ganz noch geschafft, aber schauen wir einfach mal. Ja, wir gehen halt wieder wie üblich Treppe hoch. Und ich überlege gerade echt die ganze Zeit, wie man da wohl reinkommt. In dieses Loch, was wir halt in der letzten Folge gesehen hatten. Oh. Das war nicht der Plan. So, mal um die Ecke, was trinken. So, und du bitte auch noch. Okay. Und genau, er ist auch noch da. Ich wollte eigentlich nicht mit Schild angreifen. Ich wollte ihm auch nicht das Schild wegschlagen. Aber okay. So, dann schauen wir mal. Machen wir den Bogen mal wieder ein bisschen mit. So, jetzt dürfte er, ja, dürfte er schnell sterben. Bei ihm dasselbe. Okay, der stirbt auch so schon. Und dann schauen wir uns hier mal um. Dürften ja fast alle gewesen sein, die an den, ja, an diesen Teilen, keine Ahnung, wie die jetzt heißen. Noch. Danke. Und du stirbst bitte auch nochmal. Danke. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist ja eigentlich... Okay, da ist so eine leicht rissige Wand, aber ich wüsste nicht, wie man die aufbekommen soll. Ich glaube nicht, dass es mit Feuerbomben funktioniert. Hier ist nämlich auch nichts. Ach, die uns von unten beschossen, ne? Ich komme mich mal hier drauf. Mal schauen. Sieht eines tapferen Kriegers. Also okay, ja, ich habe noch die Idee, vielleicht von hier rüber zu springen, aber das ist eindeutig zu weit. Ah. Na gut, ne? Hier kommen wir aufs Dach. Das ist okay. Aber wie kommt man da drüben hin? Ja, dich können wir auch mal eben wegholen eigentlich. Wenn die Ärsche uns nicht beschießen würden. Na, trinken wir mal was. Fast geklappt. Ah, jetzt aber. So, dürfen wir gleich wieder ein paar Seelen kriegen. Aber wie kommt man da hinten dran? Versuch mal irgendwie. Ja, drin sehe ich aber auch nichts. Darunter fallen dürfte ja auch nicht gehen. Oder kann man das. Das kann natürlich sein, dass man das da oben runterlassen kann. Ich würde sagen, das probieren wir mal. Ich hole mir hier noch die Riesenseele und gehe raus. Und dann gehen wir nochmal kurz rein und testen das mal, ob man das von da oben runterlassen kann. So, erstmal die beiden wieder. Danke, und direkt wieder rein. Das wäre nämlich interessant. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man da groß reinkommen soll. Hallo, Bernhard. Ja, ich denke immer, weil ich vergesse immer, dass die hier ja nicht so schwach sind wie die Hüllen. So, mal was trinken. So, jetzt. Genau, jetzt stirbt er. Er auch. Und dann einmal hoch. Nehme ich schon mal den Bogen wieder rein. Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Vielleicht muss doch einfach der Riese mit dem Feuer. Treffen wir ihn da durch natürlich nicht. Ja, vielleicht muss der auch einfach überlegen,
überleben und vorne gegen die Wand hauen, der jetzt aber tot ist. Also, ne? Genau der hätte überleben sollen wahrscheinlich. Ich muss hier irgendwie gegen die Wand hauen. Das kann natürlich sein, aber ich probiere jetzt nur noch eben, ob man es hier irgendwie runterlassen kann oder sonst was. Moment mal, das heißt, es müsste hier gehen. Aha. Sieh mal einer an, ne? Jetzt müssen wir nur da vernünftig da drauf kommen. Ich hoffe... Nein! Okay. Ach, warum gehe ich raus? Ich hätte auch eigentlich wieder außenrum hochrennen können. Wäre wahrscheinlich schneller gewesen, als uns neu durchzukämpfen. Naja, okay. Ich würde jetzt sagen, da ich es jetzt weiß, mache ich es mal. Also mache ich es nochmal. Denn wenn ich Bescheid weiß, wie was geht, dann würde ich es auch machen. Wäre das jetzt nicht gegangen, dann... Oder hätte das jetzt nicht funktioniert, mit dem Teil da runterlassen, dann hätte ich es wahrscheinlich gelassen. Aber so... So... So werden wir auch nicht vom Pfeil getroffen. Nein! Ich wollte doch eigentlich auch ihn anvisieren. So, und du noch. Und das war der letzte, ne? Genau. Dann gehen wir... Oh, Degen ist schon ziemlich im Arsch. Aber okay, zur Not haben wir Reparaturpulver dabei. Ja, das war übrigens nicht unser Gift, was hier so viel Damage macht, sondern das sind die... Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Womit die Soldaten da auf jeden Fall schießen. Das war jetzt kein guter Plan, dass er zu uns kommt. Gut. So einfach geht das. Aua. Wir treffen uns noch, wenn wir hinter ihm stehen. Und ich... Oh, ja. Ich sterbe an so einem verkackten... Entschuldigung. An so einem verkackten Penner da. Das kann nicht sein. Und ich laufe natürlich wieder falsch. Wobei. Das... Na, hier kann man besser durchrennen, glaube ich. Nee, kann man nicht. Hier kann man nicht besser durchrennen. Denn da sind ja diese scheiß Fässer. Und wir probieren es mal hier. Stehen zwar hier vorne die zwei, aber das sollte ja nicht so das Problem sein. Hier die zwei nämlich. So, na gut. Haben uns mal kurz getroffen, aber ist in Ordnung. So, einmal hier durch. Hier steht der andere normalerweise. Der kommt dann also runtergelaufen, okay. Ja, werden wir nochmal getroffen, aber ist auch egal. Ich werde nur hier vorne hin und dann reinkommen. Sobald wir wieder rauskommen, werden die ja eh alle resettet. Von daher ist das ja egal. Na komm, die hole ich jetzt aber trotzdem weg. Und rein. Okay, da lag noch ein Gegenstand, aber... Einfach rein, bevor ich jetzt zu viel riskiere und dann noch da draußen durch irgendwelche Mini-Mobs sterbe. Gehe ich lieber rein und scheiße auf das Item. Deswegen habe ich gerade auch einen Schluck getrunken. Ich will jetzt nicht unsere Seelen verlieren. 63.000 Seelen sind dann doch ein bisschen zu viel, als dass ich die eben verlieren will. Okay. Der interessiert sich scheinbar gerade nicht für uns. Jetzt natürlich, wenn wir einen anderen angreifen. Okay, es war zu früh. Aber ich trinke einen Schluck, dann passt das schon. Okay, dann nehmen wir jetzt mal, würde ich sagen, ihn hier als erstes. Denn der andere wird ja eh die ganze Zeit beschossen. So, haben wir unsere Seelen schon mal wieder. Und der sollte jetzt sterben. Da ist er weg. Und wir schießen auf ihn.
Oh, der ist auch schon tot. Oh, er wurde von seinem eigenen abgeschossen. Auch, auch ganz geil. So, den holen wir uns mal eben noch. Danke. Und jetzt gehen wir hier runter. Henker noch unten, ne? Ja, genau. Sehr gut. Ist aber vorsichtig. Na, ich weiß nicht, ich denke, ich muss da springen. Gut, hat geklappt. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal aufpassen, dass wir nicht unbedingt getroffen werden von ihm. Und dass er uns nicht die Kisten zerkloppt. Na komm, schlag zu. Gut. Okay. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Du bist keine Mimik. Gut. Was es denn hier noch gibt? 3 Asketenleuchtfeuer. Okay. Hier ist vielleicht noch irgendwo was drin. Ich glaube nicht. Oh, wir sollten uns vielleicht mal beeilen. Zumindest erstmal die Truhe zu öffnen. Nee, hier ist auch keine Mimik. Und wir haben hier Einfallspinselgewürz und ein Skeptikergewürz. Sehr schön. Haben wir wieder ein neues. Und wir springen noch hier runter und gehen dann mal raus. Da hätten wir das ja auch hinter uns. So, die mal hier nochmal mit. Einfach aus Prinzip. Und Höhlensoldatengamasche. Schön. Dann gehen wir wieder mit der Feder zurück zum Leuchtfeuer. Und gehen nach Majula. Skillen da nochmal. Rechnen nebenbei dann mal aus, wie viel Weisheit wir jetzt wirklich noch brauchen für die, ja, für das Sonnenlichtschwert. Und schauen dann mal. Danach würde ich sagen, es gehen wir fast nur noch auf Geschick. Ja, ich vermutlich ja. So, wir bräuchten insgesamt, brauchen wir fürs Sonnenlichtschwert 36. Mit den Gewürzen kommen wir auf, oh Gott, jetzt habe ich es wieder, 21. Das heißt, es könnte klappen. Aufsteigen. 21. Da haben wir 21 Geschick. Was bedeutet, wir können jetzt das Sonnenlichtschwert auch nutzen als Verzauberung. Zumindest sobald wir im Eisenschloss waren und das geräuchert haben. Was ich jetzt aber direkt mal mache. Und dann können wir das auch immer nutzen. Das ist natürlich sehr schick. Ich weiß noch nicht genau, was ich dafür in der Offhand rausnehmen werde. Ich denke, ich werde die Pyromantieflamme und Sandhier-Speer tauschen und werde die Pyromantieflamme weglassen. Denn wir haben ja eh auch nur einen Slot für Zauber. Und daher muss es ja sein, dass wir die Pyromantie jetzt rauslassen. Ups, ich wollte eigentlich dual nehmen, oder haben wir? Ja, wir haben nur einen Slot. Gut. Hätte mich jetzt gewundert, wenn wir mehrere hätten. Aber wer weiß, was ich schon immer alles geskillt habe. Da kann man sich ja nie sicher sein. So, kommt mal her. Danke. Das sind auch One-Hit, da ist schon. Zumindest wenn wir beiden treffen. Ach, warum trinke ich jetzt? Wir hatten fast nichts verloren. Aber egal. From the shrine. Fantastic. Will you give it to me? Ja, sollen wir es ihm geben? Ich gebe es ihm. Invigorated just by holding it.
könnte jetzt den Eid der Drachenüberreste jetzt leisten. Wow, you again? Ja, können wir ihm einen neuen Eid leisten und Drachenschuppen könnten wir hier abgeben. Ansonsten wüsste ich nicht, was uns das Ei bringen sollte. Weder für uns noch, also wenn wir es behalten, noch bei ihm. Also ich schau gerade mal, hier gibt es sonst nichts Interessantes für euch. Dann räuchern wir mal eine Runde. Und zwar das Sonnenlichtschwert mit dem Skeptikergewürz. Ja, und wieder mit dem Skeptikergewürz. Ja, und das kann jetzt eine Zeit lang dauern. Aber, oh, nein, das wollte ich nicht. Das Sonnenlichtschwert nehme ich schon ganz gerne mal. Einfach um den Damage noch viel, viel mehr zu pushen. Und selbst wenn es jetzt schwächer wird durchs Räuchern, wir bekommen ja im nächsten Durchgang, bekommen wir wieder ein neues, das dann stärker wird. Und jetzt haben wir es nämlich schon so schnell auf 21 und können es jetzt nutzen. Das heißt, wir müssen uns auch mal eine Glocke noch besorgen. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied macht, wenn die Glocke mehr Blitzschaden macht. Aber wir können mal schauen, was wir an Glocken haben, die wir nutzen könnten. Erstmal packe ich hier den Speer rein, der weiter oben ist. Was sind hier Speer? Da bist du. Und hier dann eine Glocke rein. Und die haben wir. Hier, heilige Kleriker-Glocke, Hexenbaum-Glocke. Da würde ich eher die Hexenbaum nehmen. Und die Priesterglocke. Da würde ich wahrscheinlich die Hexenbaum. Ja, ich nehme die Hexenbaum. Definitiv. Da. Die hier, die hat 110. Die ist nur für Finsternis. Aber die braucht 25. Die Schutzglocke. Ne, nehme ich die Hexenbaumglocke. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn da mehr Blitzdamage drauf ist. Wieso steht eigentlich unser Typ nicht still? Das hier nach einer Zeit? Wenn man hier länger steht, dass ihm irgendwie an den Füßen zu heiß wird oder was? Oder war es gerade einfach nur irgendwie irgendein Bug? Ja, mal schauen. So, Zaubereinstimmung. Packen wir das Sonnenlichtschwert rein. Und dann reisen wir. Jetzt muss ich überlegen, wohin am besten. Beziehungsweise wohin überhaupt noch groß. Wir gehen, würde ich sagen, ins Schloss mal. Genau, das machen wir. Gehen ins Schloss, wenn ich es finde. Da ist es. Erste Leuchtfeuer. Und da haben wir nämlich auch noch was zu erledigen. Und wir nähern uns jetzt relativ schnell dem Ende vom Hauptspiel. Schon mal vorab gesagt. So, ihr steht doch bestimmt wieder auf. Sag ich doch. Und du bestimmt auch. Nicht? Nee, scheinbar nicht. Gut, hier müssen wir wieder, ja, Symbol des Königs nutzen. Komplett falsches Menü. Da, Königsring. Und wir einen Schlangenring an. Und auf geht's. Jetzt haben wir hier die, ja, die Hexenbombenglocke. Wir können damit dann unser Degen, den wir in der rechten Hand haben, können wir damit dann verzaubern. Man kann theoretisch beide verzaubern, indem man, also mit Blitz, indem man zum Beispiel einmal die Hexenbaumglocke rechts reinnimmt, dann nutzt man es einfach auf den linken Degen und nutzt dann noch hier unten Blitzpuder, das ja immer auf die rechte Waffe angewendet wird. So schafft man das, aber es ist mir jetzt nicht so wichtig. So, hier steht nochmal die Smaragdbotin hin. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Ja. Shanalot. Ich finde dies richtig
gut gelungen. Ich versuche mal, etwas näher zu bekommen. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Das muss ich sagen. Die Stimme ist auch wundervoll. Und mir ist aber was eingefallen. Bevor wir hier weitergehen, werde ich definitiv, erst noch hier hingehen. Denn das Problem ist gerade, wenn wir jetzt da weitergehen würden, dann kämen, glaube ich, also könnten wir dem Ende nicht unbedingt ausweichen, je nachdem, wie wir es schaffen. Und hier haben wir ja noch was. Hier können wir durch den Nebel gehen. Und hier kommt mein absoluter Hassboss. Ich hasse ihn so sehr. Ich kann vielleicht mal schauen. Gibt es hier nicht irgendwie... Steckt vorübergehend Giftresistenz. Benutzen. Definitiv. Einmal benutzen. Oh, ich hoffe... Nee, gut. Und dann schieße ich schon mal hier die... die Ratten ab. So. Und jetzt wird's lustig. Und wir sind vergiftet. Gut, das war's, würde ich sagen. Oh, vielleicht haben wir doch noch Glück. Und überleben es doch noch. Aua. Ja, der Boss ist mega assi. Finde ich zumindest. Also ich kann den gar nicht ab. So. Immer mal probieren, einfach unter den zu rennen oder zwischen seine Hinterbeine. Ich glaube, das ging am besten. Und immer mal auf die Hinterbeine stochern. Das sieht jetzt relativ gut aus gerade. Ja, da hat er uns erwischt, weil wir nicht schnell genug unter ihn kamen. So. Einmal da. Und... Aua, du Arsch. Jetzt trinke ich mal schnell was. Okay, hat nicht geklappt. Und wir sind tot. Ja. Das Problem ist eigentlich am meisten, also das größte Problem sind eigentlich die kleinen Ratten am Anfang. Die sind das Schlimmste. Er selber ist nicht so das Problem. Aber mal schauen. Also, Nebel betreten. Das kann man generell immer machen. Dann kann man sich schon mal einen Überblick verschaffen. Da liegen unsere Seelen, okay? Toll, eine Ratte noch. Bei zwei noch daneben. Okay, ich hole mal ganz schnell unsere Seelen. Was nichts wird. Das sehe ich doch jetzt schon. Oder? Doch, wird noch was. Aber jetzt kommt der Angerannte. Sag ich doch. Und haut uns natürlich voll weg. Aber wir sind bisher immer noch nicht vergiftet, das ist gut. So, einmal aus der Puste gebracht, aber ist nicht schlimm. Oder aus der Ballons gebracht. Denn so könnten wir immerhin was trinken. So, nehme ich mal Dual rein. Dann treffen wir uns vielleicht auch etwas besser. Oder ihn. Ist ja ein Er, königlicher Rattenprüfer. Und machen, wenn wir ihn doppelt treffen, sogar noch gleichzeitig viel, viel mehr Schaden. Was natürlich auch top ist. Oh, okay. Ja, das ist ein bisschen viel rumgehopst auch. Und der hat auch noch einen richtig miesen Angriff. Ja, den auch. Aber mal schauen, ob er den macht. Der macht dann ja nicht. Lass mich unter dich. So. Okay. Gut. Zweiter Versuch. Sehr schön. Nee, er macht teilweise noch einen Angriff, wo er irgendwie, ja, königliche Rattenprüfer, Seele und Rattenschwanz und ein paar Seelen. Pharos Weihensverkünder. Sehr schön. Und noch
Einfach aus Wahrheitsverkünder, sehr geil. Ja, er macht normalerweise oder öfter noch so einen Angriff, wo er, ich glaube, Gift auskotzt. Und da muss man natürlich dann ein bisschen von ihm wegbleiben, was bei ihm immer so ein kleines Problem ist. Aber wir können hier weiter. Mal schauen, ob hier irgendwo noch was ist, aber nee. Hier ist noch eine Ratte. Thou returnst. I am not unkind. Shouldst thou forbear thy ways, audience shall be thine. Swearest thou to serve me true? Werden wir? Nö. Then we need consort no longer. Ja, hier könnten wir auch theoretisch noch in den Drachen... Ach, in den Dracheneid, sage ich schon. In den Ratteneid eintreten. Aber machen wir nicht. Mich interessiert es gerade mal. Ich probiere es einfach mal, ob man hier runterkommt. Wo man hier genau hinkommt. Ach, hallo Gavlan. Gavlan ist da hinten. Gut, dann rollen wir uns mal einfach hier runter. Und verschwinden hier. Und jetzt hatte ich noch irgendwas im Kopf, was wir noch machen können. Und ja, genau. Die Gruft der Untoten. Der Untotengraben. Da können wir auch noch was erledigen. Das wird aber vermutlich in dieser Folge nichts mehr. Deswegen schreibt ruhig schon mal in die Kommentare, was ihr so meint, was wir noch vergessen haben. Ich meine, die DLCs, klar, die kommen auch noch. Aber... Moment. Also die DLCs kommen auch noch. Ich gehe nochmal nach Majula nochmal eine Runde skillen. Aber ich würde gerne das Hauptspiel relativ schnell abschließen dann. Also, dass ich dann nicht mehr unbedingt ins Hauptspiel zurückgehe. Oder in die Bereiche des Hauptspiels sozusagen. So, wir nutzen nochmal eben irgendwie ein paar Seelen, die wir hier haben. Hiervon zum Beispiel zwei. Oh, 40. Okay. Das war hiervon nochmal zwei. Nochmal 20.000 und die hier nochmal. Mal 97.000 Seelen. Und damit skillen wir Geschick. Zweimal noch. Und dann brauchen wir noch 10.000 Seelen, um aufzusteigen nochmal. Das kriegen wir auch noch hin. Oder 10.000, genau. Das sollten wir doch schaffen. Wahrscheinlich mit der Kleinen hier nicht unbedingt. Mit der. 5.000. So, das sollte reichen. Nehmen wir nämlich noch direkt nochmal Geschick. Oh. Ach nee. 36 brauchen wir. Wie viel? 36,2. Okay. Weißt du? Definitiv nicht. Ich nehme die hier einfach. Müsste genau 1000 bringen. Und dann nochmal Geschick. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal an, wie es jetzt mit den Degen aussieht. Also mit Rickards Degen. Aber ich vermute immer noch nicht viel besser. Nee, aber immer auch 80 Schaden weniger. Also das dauert echt noch, bis man den wirklich dann voll nutzen kann. Ich vermute, werden wir in diesem Run auch gar nicht mehr schaffen. Da war wahrscheinlich bis auf 50 Geschick hoch müssen. Und ich frage mich, warum ich gerade aufgestanden bin. Wir wollten zur Gruft der Untoten. Untotengraben, genau. Da wollten wir hin und dann... Ja, da weitermachen. Logischerweise. Und... Falsche Seite. Haben wir jetzt hier. So. Einmal hier mit ein bisschen durch. Okay, danke. Und wir Ideen reinnehmen. Und dann gehen wir mal hier hinten hin. Und ja, wer erinnert sich noch daran, was ganz da hinten ist? Na, wer ist es? Okay, das war nochmal ein bisschen Glück gehabt. Dass er nicht reagiert hat, wo ich reingekommen bin.
Ich weiß nicht, ob er es normalerweise machen würde, aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass er es normalerweise machen würde. Und du schlägst auch nicht auf die Glocke, garantiert nicht. So, bevor wir den Weg hier aber gehen, sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.